So, Freunde, die Kacke ist mal wieder komplett am Dampfen. Also anders kann man das hier nicht beschreiben. Boxkampf gestern, sehr, sehr viele Leute waren da am Start. Oliver Pocher saß in der ersten Reihe. Fat Comedy kommt an und ballert dem eine. Das war eine Bombe aus der Hölle. Oliver Pocher zuckt komplett verängstigt zusammen. Der hat mich angegriffen. Niemand, wirklich niemand hilft ihm. Und Fat Comedy läuft einfach frei weiter rum. Okay, wir schauen uns an, was diverse andere Leute dazu gesagt haben, was die Hintergründe sind. Aber als allererstes schauen wir uns an, was da überhaupt vorgefallen ist. Denn das Ganze wurde natürlich gefilmt. Alter! Auf TikTok hat er das ebenfalls gepostet und schreibt dazu: Alles im Leben kommt zurück, Herr Pocher. Auch dein ekelhafter Charakter holt dich eines Tages ein. Man sieht anhand der Kommentare, dass wirklich jeder hinter ihm steht und es gut findet, was er da gemacht hat. Warum? Oliver Pocher ist eine Person, die immer und immer wieder andere Leute erniedrigt hat. Zum Beispiel sagt ein Manuelsen dazu: What a fat comedy. Wen du willst, wir schlachten für dich, Wallah. Ganz Team 3 essen mit dir. Du bist ein Löwe, Löwe bist du. Abus, einig Abus. Dann die ganze Schabatze. Löwe. Ja, shit. Du? Guck. Abus, einig Abus, Wallah. Löwe. Wisst ihr, was ich so erschreckend finde, ist, ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt. Er hat übertrieben krass abgenommen. Also wirklich Respekt dafür. Aber jetzt kommt der negative Aspekt des Ganzen, um es hier mal kurz zu erwähnen. Ja, auch in meinen Augen hat Oliver Pocher Karma verdient. Er hat wirklich sehr, sehr eklige Sachen gerissen. Nur wirft das jetzt wieder ein absolut schlechtes Licht auf uns Ausländer. Warum hat Fat Comedy das aber gemacht? Es hat einen sehr, sehr heftigen Hintergrund. Erinnert ihr euch noch zurück an Samra und die ganze Nika Irani-Thematik? Da gab es ja dieses Gerücht der Vergewaltigung. Sehr, sehr viele Leute haben das groß gemacht, unter anderem eine Shirin David. Und was hat ein Oliver Pocher im Hintergrund gerissen? Er hat Nika Irani dazu ermutigt, dem Samra so viel Schaden wie möglich in der Öffentlichkeit zuzufügen. Und das hat sie auch medientauglich wirklich geschafft. Er hat ihr finanzielle Spritzen angeboten, dass er sie in allerlei Hinsicht, sich, ob nun mit Anwalt oder was auch immer, halt wirklich pusht und unterstützt im Kampf gegen Samra. Samra hat sehr, sehr viele Probleme dadurch erlitten. Viele, viele Leute haben im Kopf immer noch verankert, dass er wohl ein Vergewaltiger wäre, obwohl sich für uns die, die sich mit der Materie halt intensiver befasst haben und halt auch dank dem Bruder von mir, Aero404, Kuss geht an der Stelle raus, Habibi, du weißt, der hat auch schon für mich sehr, sehr viele Sachen gemacht. Unter anderem halt auch durch ihn kam raus, dass diese ganze Nika Irani Thematik von vorne bis hinten erlogen war. Und Fat Comedy schreibt dazu: Weil du so einen unschönen Charakter hast, Menschen gerne erniedrigst, Menschen unterstützt, die behaupten, vergewaltigt worden zu sein, obwohl es nicht stimmt, die Anzeige nehme ich sehr gerne in Kauf. Liebe Grüße, Omar. Das heißt, er hat sich für seinen Bruder Samra gerade gemacht. Wir wissen, die beiden sind sehr, sehr gut miteinander. Pietro Lombardi hat sich diesbezüglich natürlich auch geäußert, denn wie wir wissen, ist er gut mit Oliver Pocher. Und Fat Comedy äußert sich so zu Pietro: Bruder, du sagst das, weil das dein Kollege ist, was ich auch verstehe. Verstehst du aber auch, dass dieser Mensch ein Mädchen unterstützt hat, die versucht hat, mein Bruder das Leben zur Hölle zu machen? Oder hast du das mit Nika Irani vergessen? Wenn dich was stört, kannst du gerne anrufen, Bro. Und Unico, Grüße gehen an der Stelle raus an Drama Detective, schreibt: Geht also wirklich um Samra Nika Irani. Sein Profil wurde, by the way, mittlerweile von Instagram gelöscht. Also das von Fat Comedy. Und ich, so ein Fuchs wie ich bin, dem ist eine Sache aufgefallen bei diesem Video. Seht ihr diesen Shabab im Hintergrund? Und die ganzen Leute, die nichts gemacht haben, was auch schon eigentlich für sich spricht. Also ich meine mal, wenn ein Shadow, der Bruder hier, angegriffen worden wäre. Oder irgendein anderer, der nicht so gehasst wird von den Massen. Ich verspreche es euch, sehr, sehr viele hätten sich eingemischt. Aber hier hat sich noch nicht mal die Security eingemischt. Die sind noch nicht mal eingegriffen. Die haben gar nichts gemacht. Und man sieht, Shadow ist das Ganze am Filmen. Und das gucken wir uns jetzt mal aus seiner Perspektive an.
Arabo. Oli, renn, Oli, Oli, renn! Und wenn man sich den Typen so mal anguckt mit seiner Riesenfresse im Internet und wie er hier verängstigt zusammenzuckt und um sein Leben fürchtet, tut er einem irgendwo schon leid. Und das sage ich als jemand, der schon des Öfteren Videos gegen ihn gemacht hat. Mein aktuellstes gegen ihn war bezüglich der Thematik mit der Polizei, wo er sich wirklich wie ein abgehobenes, kleines, verwöhntes Kindergartenkind benommen hat. Ich komme nicht mit. Wer soll man denn machen, ihr Dorfpolizisten? Ihr habt alle mitgekriegt. Also da hat er sich ja komplett lächerlich gemacht. Und ja, er hat sehr, sehr viel Scheiße gebaut. Und es ist auch verständlich, dass ein Manuelsen ankommt und gegen ihn schießt, wenn man sich überlegt, was zwischen den beiden auch vorgefallen ist, während sich Manuel zum Beispiel bei Mois im Keller befand, die waren da am Streamen etc., hatte er ein Instagram Live mit der Frau von Oliver Pocher und da hat man schon gemerkt, dass er den Olli absolut nicht leiden kann, weil der Olli da wieder am Sticheln war. Und dieser Typ hat es sich wirklich mit sehr, sehr vielem verscherzt. Er dachte, er kommt ungeschoren mit allem davon. So, kommen wir jetzt aber auf den Punkt dieser Gewaltanwendung, die auch noch so medientauglich ist. Was zeigt uns das Ganze? Freunde, und das geht raus an all die Leute, die sich ähnlich benehmen oder benommen haben eine lange Zeit lang wie ein Oliver Pocher. Früher oder später, wenn sich diese Typen irgendwo in der Öffentlichkeit befinden, gibt es nicht mehr das Internet als Schutzwall zwischen euch. Es gibt so Leute wie ein Fat Comedy, denen das wirklich bös aufschlägt, wenn man so eklige Aktionen reißt, wie diese Leute das machen. Diese Menschen überschreiten des Öfteren Grenzen. Und versetzt euch mal in die Lage von Fat Comedy. Sein bester Freund, der Samra, völlig zu Unrecht wird ihm vorgeworfen, er wäre ein Vergewaltiger. Sony distanziert sich sofort von ihm. Sehr, sehr viele Fans distanzieren sich von ihm. Seiner Familie wird gedroht. Er wird übelst beleidigt. Durchgehend. Ganz, ganz viele Leute, vor allem diese ganzen Mainstream-Heinis, verbünden sich gegen ihn, versuchen ihn zu canceln, wie es nur geht. Der Typ hat wochenlang die Hölle durchgemacht. Hat sich nicht mal mehr richtig getraut, frei rumzulaufen, aufgrund einer Lüge. Wer hat diese Lüge unterstützt und finanziert, laut Nika Iran? Ein Herr Oliver Pocher. Und das ist Loyalität. Er hat aus Loyalität gehandelt und hat dem Typen das gegeben, was er laut Fat Comedys Meinung nach verdient. Es war ein Tockert, ein richtig harter Tockert und es wird eine fette Anzeige geben. Zivilcourage war gar nicht vorhanden, aber ich sage euch hier trotzdem, auch wenn wirklich gefühlt 100% hinter dieser Aktion stehen, Gewalt ist keine Lösung. Denn was wird es bewirken? Es wird bewirken, dass alles nur einseitig beleuchtet wird. Vertraut mir, das wird heute in den Medien richtig breit getreten. Was passiert? Es wird eine Art Bashing geben. Guck mal, der scheiß Ausländer, der scheiß TikToker, der scheiß Influencer, geht einfach in der Öffentlichkeit zu Oliver Pocher hin, ballert ihm eine. Er wird jetzt als der unschuldige, arme Oliver Pocher, der doch nichts gemacht hat, hingestellt. Und Fat Comedy, der böse Ausländer, ist der Aggressor, ist derjenige, der Scheiße gebaut hat. Ja, hat er auch. Was waren seine Motive? Davon wird die Masse niemals was erfahren. Und deswegen mache ich auch solche Videos, damit ihr auch mal die andere Seite der Medaille seht. Es bleibt euch selbst überlassen, ob ihr die Aktion gut oder schlecht findet. Ich denke, man kann sowas auch auf andere Art und Weise klären. Von diesem Schock wird er sich relativ schnell erholen. Es hat höchstwahrscheinlich keine bleibenden Schäden hinterlassen. Das Einzige, was bleibt, ist die Angst in seinem Körper. Und vielleicht überlegt er sich zweimal in Zukunft, ob er sowas macht oder nicht. Weil mit so Sachen rumzuspielen, der Behauptung, dass ein Rapper, nur weil er Hass gegenüber Deutschrapper hat, irgendwie in einer Vergewaltigung involviert sein könnte, das ist nicht die feine englische Art. Und dafür gehört man definitiv bestraft. Nur, ob es in so einer Art und Weise geschehen soll oder vielleicht per Anzeige, per Gericht, per Gesetz, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich für meinen Teil muss leider Gottes hier gestehen, ich war nicht allzu traurig, auch wenn ich selber absolut kein Freund von Gewalt bin. Der heutige Tag wird uns jetzt zeigen, wie das Ganze jetzt wieder gedreht und gewendet wird in den Medien, was für Konsequenzen das für Fat Comedy haben kann. Und ich hoffe, all diejenigen, die ihm da Jubel zusprechen, werden ihn dementsprechend auch finanziell unterstützen, wenn eine wirklich sehr, sehr hohe Geldstrafe auf ihn zukommt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass
definitiv irgendwas auftauchen wird von wegen, oh, meine Zähne und ich kann nicht mehr auftreten und ich kann meinen Kiefer nicht bewegen und das wird zig Millionen Euro kosten, dieser Schmerz und diese psychische Belastung, die ich jetzt habe und die nie wieder aus meinem Körper rausgehen wird. Also, das kann schon sehr, sehr teuer werden. Aber schreibt ihr mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!